Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Dragon Ball Xenoverse 2 Video. Wie gesagt, ich mache momentan ein wenig viel drüber über Xenoverse 2. Allein aus dem Grund auch, weil ich endlich mal meine Liste abarbeiten möchte. Denn ich habe noch so viele Mods für Dragon Ball Xenoverse 2, die ich euch natürlich alle gerne zeigen möchte. Und ja, deswegen mache ich da erstmal was. Natürlich kommt jetzt bald Super Dragon Ball Heroes raus. Und das werden wir auf diesem Kanal auch zocken, also auf ein Abo lohnt sich. Und ja, was ich noch sagen möchte, bevor ich starte, wenn euch das gefällt und wenn ihr möchtet, dass ich mehr rund um Dragon Ball Xenoverse 2 mache, vor allen Dingen auch was, schreibt es erstens in die Kommentare und zweitens, wenn ihr davon mehr sehen möchtet, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar vielleicht ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim ersten Charakter. Bis gleich. So, der erste Charakter ist ein Broly. Ein Dark Broly, wir haben ganz viele Dark-Charaktere, nicht alle, die jetzt so aussehen natürlich, aber dieser Broly ist einer davon, der sieht übrigens echt gut aus und hat echt fucking viel Leben. Das heißt also, er zieht einiges, hat aber leider keine Aura, warum auch immer. Zum Aufladen, ja. Und er zieht echt verdammt viel. Wir testen mal die Attacken von den Guten. Alter, das ist ja viel. Loop. So, wir testen mal die erste Ulti, wie viel die zieht. Der Grand. Ach, der Blaster Meteor. Alter, sofort K.O. Starker Mann. Starker Broly. Joa. So, unsere zweite Attacke ist Grand Smasher. Auch sofort tot. Nice. Dieser Charakter gefällt mir schon mal sehr gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich schon beim nächsten. Und ich sag mal bis. So, jetzt habe ich hier zwei etwas Vollcharaktere oder so. Weil steht bei beiden Dark davor, sind aber beide halt nur schwarz angemalt worden. Warum auch immer. Wie bei den Kid Buu hier zum Beispiel. Ja, der Kid Buu kann aber, glaube ich, auch nichts Besonderes als der normale. Ne. Wir gucken uns das jetzt trotzdem mal an. Upp. Zack. Der Broly zieht echt verdammt viel. Er kann sich sogar verwandeln in die 20-fache Kaioken. Ups. Haben wir auch einen Limitbrecher. Hat leider nur Super am Ohr. Aber wir ziehen jetzt noch deutlich viel mehr. Nice. So, die Attacken kennen wir natürlich. Riesen. Meteor. Ja, zieht das viel. So, und die letzte Attacke. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, nice. So, das war schon der Broly. Und ja, natürlich haben wir noch ein paar geilere Charaktere. Keine Sorge, wir sehen uns gleich dann auf jeden Fall wieder. So, hier sind wir schon wieder beim nächsten. Es ist Kid Buu, da Buddha absorbiert. Dieser Kid Buu sieht echt verdammt geil aus. Hat den dritten Dragon Ball in der Brust und ja, sieht auf jeden Fall mega geil aus. Danach haben wir noch natürlich einen Dragon Ball Heroes Charakter. Dieser Charakter kommt aus Dragon Ball Heroes. Und ja, so, wir gucken uns seine Attacken an. Majin Kamehameha. Kann sich leider nicht verwandeln, schade. Leider kämpft er nicht mit dem Schwert, wäre geil gewesen.
Schade, schade, schade. Wir gucken uns mal seinen Limitbrecher an. Angriff gesteigert, das ist nice. Autsch. Okay. Dieser Charakter gefällt mir jetzt persönlich nicht so vom Aussehen her, ja, von den Moves her, nein. Aber wie gesagt, ihr dürft gerne wieder in den Kommentaren entscheiden, welchen Charakter euch am besten gefällt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten. Und so, hier sind wir beim drittletzten Charakter schon. Es ist Zeno Janemba, auch aus Super Dragon Ball Heroes. Und dieser Janemba sieht auch echt geil aus. Also wie gesagt, die haben echt gute Arbeit geleistet. Die Modder. Und ups. Und botch. Charakter gefällt mir schon besser als der Buu, auf jeden Fall. Natürlich auch die volle Kraft-Energiewelle. Und natürlich die balancierte Auto-Abwehr. Dimensions 3 darf nicht fehlen. Zack. So. Das war schon der Janemba. Jetzt haben wir noch zwei Stück und ich würde sagen, da war gar nicht lang bis. So, hier sind wir auf jeden Fall beim nächsten Charakter, der mir übelst gefällt. Es ist Dark Omega Shenron. Der sieht einfach übelst geil aus. Leider habe ich gerade den Aura-Mod nicht aktiviert. Das würde dann noch ein bisschen geiler aussehen. Dieser Omega Shenron ist echt verdammt schnell. Wird immer schneller, habe ich das Gefühl. Sieht auf jeden Fall verdammt geil aus. Deswegen habe ich den als vorletztes genommen. So, natürlich seine Attacken sind Dragon. Oh, die Attacke ist neu. Drachenblitzkugel kennen wir natürlich. Dragon Charge. Auch neu, sieht echt verdammt geil aus. Nice. Solche Charaktere liebe ich. Drachendonner kann ich jetzt nicht einsetzen. Wir können uns sogar verwandeln. Oh, nice. Natürlich schwere Bombe. Und minus Energie. Ja, der Charakter gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ihr dürft auch entscheiden, welchen ihr am besten fandet. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch den letzten Charakter zeigen. Und ich würde sagen, so, hier sind wir beim letzten. Und dieser Charakter sieht übelst fucking geil aus. Das ist Dark Mirror. Also der Charakter gefällt mir echt am besten. Der sieht echt verdammt dunkel aus. Verdammt cool. Kann sich nicht verwandeln. Und dieser Charakter sieht so heftig aus. Der ist echt cool. Der gefällt mir auf jeden Fall. Kann sich leider nicht verwandeln. Oh, hat aber auch eine neue Aufladeanimation. Nice. So, schwere Bombe kennen wir. Und danach hat er noch einen neuen Move. So. Und wir setzen noch eben schnell den letzten Move ein für heute. Also jetzt nicht den. Sondern nice Dark Energy Wave.
Sieht auf jeden Fall geil aus. Dieser Charakter kriegt von mir eine 1+. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter ihr am besten fandet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.